Ja, ich erkläre den Studierenden, ich rechne ihnen es vor. Ich rechne ihnen vor, wie viel Workload ist vorgesehen in dem Modul für die Veranstaltung, wie viel davon ist ein Selbststudium. Und die Zeit müssen sie sich reservieren in jeder Woche für die Vorbereitung. Da kommen sie nicht drum rum sozusagen. Und das ist der Aufwand, der vorgesehen ist. Also ich als Lehrender mute ihnen nicht zu viel zu, sondern ich mute ihnen genau das zu, was sich die Menschen, die sich das Modulhandbuch ausgedacht haben, überlegt haben. Natürlich ist die wichtige Voraussetzung, dass das Modulhandbuch mit seinen Berechnungen auch realistisch ist. In vielen Situationen ist es nicht so, da sind dann irgendwelche ECTS-Punkte da reingerechnet worden und so weiter. Das heißt, ich muss von einem realistischen Zeitaufwand ausgehen und oftmals rechne ich dann auch ein bisschen was runter. Das überzeugt dann die Studierenden auch, dass ich nicht zu viel verlange von ihnen. Und ja, also insofern muss ihnen klar sein, dass das tatsächlich im System sozusagen vorgesehen ist.